Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute habe ich eine Studie in der Mangel, die ich so ein bisschen überflogen habe und ein paar einzelne Punkte für Sie mal rausgepickt habe. Dann werden wir über das Thema Bargeld und Bargeldnutzung und Bargeldbewusstsein heute nochmal sprechen. Warum spricht ein Edelmetallhändler über das Thema Bargeld und Bargeldbewusstsein? Es ist ja so, dass Bargeld in den Augen vieler Menschen oder vor allem vieler Deutscher immer noch ein riesiges Thema ist, gerade weil man mit Bargeld auch eine gewisse Freiheit verbindet. Ich denke, die künftigen Generationen werden dieses Bewusstsein immer mehr abgeschafft bekommen, einfach mit der Bequemlichkeit, dass es einfacher ist, heute mit dem Handy zu bezahlen oder dass es einfacher ist, einen Chip zwischen die Finger zu pflanzen und damit zu bezahlen oder dass es eben auch einfacher ist, weil man vielleicht entsprechende Diebstahlschutzmechanismen dadurch besitzt, wenn man einen Chip hat und kein Portemonnaie mehr, weil es einfacher ist, dass man beispielsweise gewisse Dinge trackt kann. Also es werden erst die Vorteile hervorgehoben, weil eben Kriminalität nicht mehr so einfach durchsetzbar ist. Aber was mich wirklich interessiert, sind die Zahlen und die Fakten und deswegen habe ich mich bei der Bundesbank gemeldet, um eine entsprechende Studie zu finden. Und diese Studie, die nennt sich Bargeldstudie aus dem Jahr 2017. Dazu muss ich jetzt ein bisschen was ablesen, das ich Ihnen gerne vorhalten möchte, aber ich finde es höchst spannend, gerade aus dem Blickwinkel, dass wir als Edelmetallhändler auch mal mit dem Thema Bargeld zu tun haben. Wir haben viele Kunden, die mittlerweile an den Schalter kommen, um bar zu bezahlen. Wir haben viele Kunden, die bei uns das Tafelgeschäft nutzen, um eben die 10.000 Euro Freiheitsgrenze, nenne ich sie gerne, die sogenannte Obergrenze, Bargeldobergrenze zu nutzen, um auch bar am Schalter zu bezahlen, damit kein Mensch darüber Bescheid weiß, dass jemand Edelmetalle besitzt, weil es ist ihr gutes Recht, meiner Meinung nach, ihr Vermögen so aufzuteilen, wie Sie es möchten und nicht wie das Finanzamt es gerne einsehen würde. Ja? Das hat nicht mal mit dem Finanzamt zu tun, sondern allgemein mit dem Staat als Kontrollorgan, der natürlich gerne weiß, wer seine Bürger sind und was sie besitzen und wo man sie belangen kann, wenn der Staat sich beispielsweise entschulden muss, weil wir aufgrund der letzten, ja, ich sage jetzt mal fast 10 Jahre in dieser Zinsspirale nach unten uns bewegen und die Schulden sich natürlich immer weiter auftürmen. Und um es jetzt mal vorzulesen, ein kleiner Ausschnitt, und zwar ist es so, dass die Bargeldstudie auch hier unter dem Video verlinkt wird. Das ist eine Bundesbankstudie mit dem Bezahl oder dem Zahlungsverhalten aus dem Jahr 2017. Eines der Ergebnisse, das aussagekräftig von Seite 24 auch zum Nachlesen für Sie ist, ist der Anteil der Zahlungsinstrumente nach Umsatz, also im Einzelhandel. Und da haben wir im Jahr 2011, im Jahr 2014 und im Jahr 2017 Studienergebnisse, die relativ nah beieinander liegen. Ich denke auch nicht unbedingt signifikant sind. Im Jahr 2011 waren wir bei ca. 53 oder um genau zu sein 53,1%. Im Jahr 2014 waren wir bei 53,2% und im Jahr 2017 bei 47%. Das heißt, wir hatten jetzt eine Abnahme von ca. 6%. Natürlich liegt es vielleicht auch daran, dass es gewisse Konjunkturschwankungen gibt, dass vielleicht der Onlinehandel stärker kommt, ja, oder dass vielleicht entsprechende Zahlungsformen einfach besser in den Alltag integriert werden durch die Smartphones in der heutigen Zeit oder durch entsprechend kontaktloses Bezahlen. Also es wird natürlich attraktiver gemacht, aber eine gravierende Kurve nach unten ist noch nicht zu verspüren, wobei 6% in meinen Augen auch schon eine Zahl ist, die entsprechend alarmierend ist. Denn ich denke, den Menschen muss immer vor Augen gehalten werden, was überhaupt die Freiheit, das Bargeld mit sich bringt, nämlich die Freiheit für sie, größere Summen zu horten, außerhalb des Bankensystems. Es kann ja durchaus sein, dass auch das Bankensystem kränkelt, was es ja nachweislich in den letzten 10, 15 Jahren schon mehr als tut. Ja? Und dann sollten Sie auch die Freiheit besitzen, Ihr Vermögen so aufzuteilen, wie Sie es möchten und nicht so, dass man es Ihnen wieder abnehmen kann, wenn das System kollabiert. Dann haben wir einen zweiten Auszug aus der Studie, und zwar ist es der Anteil der Zahlungsinstrumente nach Umsatz. Und zwar ist es so, dass Barzahlungen immer noch 74,3% im Einzelhandel ausmachen, was doch erheblich ist. Und die Anteilung der Barzahlungen nimmt ab, aber er ist immer noch sehr hoch. Die Abschaffung des Bargeldes liegt noch in weiter Ferne. Das war jetzt das Zitat der Bundesbankstudie. Wenn man dann in diese Bundesbankstudie ein bisschen weiter reingeht und auf Seite 37 wechselt, die Veränderungen in der Einstellung zum Zahlungsverkehr. Das ist das, was die Bundesbank derzeit analysiert, was auch schon mal alarmierend ist, finde ich persönlich. Wenn die Bundesbank analysiert, wie entwickelt sich denn das Zahlungsverhalten? Natürlich ist es Pflicht einer Bundesbank. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, wer die Auftraggeber hinter dieser Recherche sind. Weil
es gibt bestimmt Menschen, Banken, Systeme, wer auch immer, der daran interessiert ist, dass das Bargeld abgeschafft wird. Und in dem Fall möchte ich Ihnen einfach den Punkt 5.1 nochmal vorlesen. Das Bargeld als Basisangebot. Bargeld ist nach wie vor das meistgenutzte Zahlungsmittel am Point of Sale, also am Punkt, wo Sie entsprechend bezahlen, auch wenn es der Anteil am Umsatz mittlerweile nur noch unter 50% liegt. Also das ist auf den gesamten Handel gesehen. Auf die Frage nach Ihren künftigen Präferenzen antworten 88% der Bevölkerung, dass sie auch in Zukunft unverändert die Möglichkeit haben möchten, mit Bargeld zu bezahlen. Lediglich 2% der Befragten befürworten eine komplette Abschaffung. Die restlichen 10% plädieren für eine möglichst weitgehende Ersetzung von Bargeld durch andere Zahlungsinstrumente. Die bargeldfreundliche Einstellung der Bevölkerung in Deutschland zeigt sich insgesamt deutlich. Befragt nach der Einschätzung zum Bargeld äußern ca. 96% die Sorge, dass eine Bevölkerungsgruppe wie zum Beispiel ältere Menschen ohne Bargeld Schwierigkeiten beim Bezahlen hätten. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die ich heute sehe, weil gerade die Generation, die jetzt entsprechend im Ruhestand sich befindet, die technologische Welle gar nicht mehr mitbekommen hat, hätte massive Probleme, nur noch digital zu bezahlen. Nahezu 88% nennen Ausgabekontrollen Anonymität als ein Kriterium für Bargeldwahl. Vielen Dank an alle, die hier zuschauen und alle, die das entsprechend befürworten. Und über 80% der Befragten stimmen der Aussage zu, dass eine Bargeldabschaffung eine große persönliche Einschränkung bedeuten würde. Das ist auch eine kräftige Zahl, finde ich. Und das spricht letzten Endes auch dafür, dass nach wie vor die Menschen in Deutschland zumindest danach streben, Freiheit und entsprechende Unabhängigkeit zu besitzen. Denn gerade in den skandinavischen Ländern ist die Entwicklung erschreckend, dass mittlerweile 90% der Menschen dort digital bezahlen, also nur noch mit Karten, mit Kreditkarten oder mobilen Zahlungsformen. Natürlich hat der Bargeldblock in der Gesellschaft einen gewissen Kostenpunkt für die Bundesbank oder auch für die Zentralbanken. Natürlich muss Papier gedruckt werden und ständig erneuert werden. Natürlich ist das Fälschungsrisiko vorhanden. Aber auf der anderen Seite zeigt diese Zahl auch ganz klar, dass wir daran festhalten sollten, weil die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich ihre Unabhängigkeit. Und mit den Zahlen wollte ich Ihnen einfach mal belegen, dass sie nicht alleine stehen, auch wenn die Medien es oft so wirken lassen, als wäre Bargeld das Schlimmste der Welt, sondern 80% der Deutschen stehen dahinter und wollen immer noch 88% sind sogar, und wollen ihre Anonymität und sehen das als wichtiges Kriterium für die Bargeldwahl. So, und das ist für mich einfach nochmal ein Punkt, den ich Ihnen mitgeben wollte. Halten Sie am Bargeld fest, wenn Sie sagen, okay, Bargeld ist für Sie der Weg, Ihr Geld zu speichern. Bitte, aber lassen Sie es nicht blind, unnötig auf den Banken liegen im Falle dessen, dass irgendwann mal Zugriff auf Ihre Konten in irgendeiner Form stattfinden sollte, weil eine Bankeninsolvenz ansteht oder weil eine Bankenpleitenwelle ausbricht, wie 2008 in den USA, ausgelöst durch die Immobilienkrise, dann ist es entsprechend so, dass Sie bestimmt froh sind, wenn Sie entweder Edelmetalle besitzen oder wenn Sie ein bisschen Bargeld beiseite gelegt haben, aber wenn es nicht auf dem Bankkonto sitzt. Der Nachteil am Bargeld ist natürlich der, wenn Sie es bei sich horten, ist das große Problem, dass Sie bei der Einzahlung auf Ihre Konten später wieder immer in der Nachweispflicht sind, wann Sie das Geld verdient haben, wie Sie es verdient haben, dass es aus steuerpflichtig oder versteuertem Einkommen erzielt wurde, und oft kann man das vielleicht über Jahre hinweg gar nicht mehr genau dokumentieren und nachweisen. Auf der anderen Seite bieten natürlich da die Edelmetalle eine tolle Möglichkeit. Sie bekommen eine Einkaufsrechnung für Ihre Edelmetalle, können die beiseite legen und können sie bei Bedarf auch wieder veräußern und liquide machen. Und im Gegensatz zu Währungstausch-Szenarien, die 4-5% Gebühren mit sich bringen zwischen Euro und Dollar, sind es bei den Edelmetallen nur ca. 2-3%. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der für die Edelmetalle spricht. An dem Punkt sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Lassen Sie uns einen Daumen hoch hier. Schreiben Sie gerne mal hier unten in die Videos Ihre Meinung dazu. Wie sehen Sie das? Sind Sie Bargeldfreund? Sind Sie Bargeldgegner? Wir tolerieren beides. Wir haben natürlich auch viele Online-Kunden, die sagen, okay, für uns ist der digitale Weg das Nonplusultra, aber Sie merken schon an meiner Haltung, ich bin ein Bargeldfreund, einfach weil es mir auch wichtig ist, meine Kaufentscheidung möglichst diskret zu fällen. Es geht in meinen Augen niemandem was an, wo ich meine Schuhe kaufe, wo ich essen gehe und mit wem ich essen gehe. Und deswegen bedanke ich mich, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und vor allem das nächste Video wieder einschalten. Wenn Sie eine Beratung zum Thema Kauf von Edelmetallen wünschen, das heißt, wenn Sie bei uns Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, ist kein Edelmetall, oder auch andere Produkte kaufen möchten, dürfen Sie gerne jederzeit bei uns anrufen. Ich, Dominik Kettner, mein Vater Jürgen Kettner und unser gesamtes Team wird unter der eingeblendeten Hotline für Sie zu erreichen sein. Also bis bald, passen Sie auf sich auf, halten Sie am Bargeld fest. Vielen Dank und tschüss.